Liebe Freunde der Spiroergometrie, liebe Sportler, herzlich willkommen zum ersten Online-Tutorial auf spiroergometriekurs.de. Heute wollen wir uns mit theoretischen Grundlagen beschäftigen und verstehen, wie wir 12 Datenkanäle, die wir aus 3 Zahnrädern des menschlichen Körpers generieren, in eine 9-Felder-Grafik packen. Viel Spaß dabei! Spiroergometrie ist interdisziplinär. Das Zahnradmodell und die 9-Felder-Grafik nach Wassermann sind theoretische Modelle, die uns das Verständnis der Spiroergometrie erleichtern sollen. Um uns damit zu beschäftigen, sollten wir uns zuerst einmal fragen, was ist Spiroergometrie überhaupt? Die Spiroergometrie widmet sich der fortlaufenden Messung von Parametern des Gasaustausches, wie zum Beispiel der Sauerstoffaufnahme pro Minute oder der CO2-Abgabe pro Minute, des Atemzugvolumens oder der Atemfrequenz unter steigender Last. Spiros steht für die Atmung, Ergo für die Arbeit oder die Last und Metrie für die Messung. Das möchte ich am Beispiel einer 30-jährigen Triathletin einmal zeigen, die wir hier in der Laufbandergometrie gefilmt haben. Die Laufbandergometrie ist uns die liebste und alltagsnahste Form der Ergometrie, weil Menschen sich nun mal seit mehreren Millionen Jahren zweibeinig im Schwerefeld der Erde bewegen. Wer sein Körpergewicht nicht mehr auf zwei Beinen im Schwerefeld der Erde bewegen kann, dem droht Pflegebedürftigkeit. Weight-bearing exercise, das eigene Körpergewicht tragen. Das ist auch der Grund, warum wir eher ungern auf die Fahrradergometrie zurückgreifen, denn Fahrräder sind gebaut worden, um Energie zu sparen. Wenn Sie sich morgens überlegen, wie komme ich zur Arbeit? Fahre ich mit dem Fahrrad oder gehe ich zu Fuß? Dann werden Sie sich, insbesondere wenn Sie es eilig haben, für das Fahrrad entscheiden. Und warum ist das so? Weil Sie in kürzerer Zeit mit weniger Energieaufwand am Ziel sind. Das liegt daran, dass Sie Ihr Körpergewicht eben nicht tragen müssen. Das trägt der Fahrradrahmen und auch Ihre oberen Extremitäten verbrauchen keinen Sauerstoff. Die sind nämlich am Lenker immobilisiert. Folglich ist es so, dass gerade beim Breitensportler der Wert für die maximale Sauerstoffaufnahme und der Wert für die maximale Herzfrequenz auf dem Laufbandergometer deutlich oberhalb des Wertes auf dem Fahrradergometer liegen können. Und das lässt sich nicht einfach über plus minus 10 Schläge pro Minute für die Herzfrequenz abbilden. Welche Informationen gibt uns die Spiroergometrie? In der Spiroergometrie haben wir eine Maske, die wir unserem Probanden aufsetzen, die verbunden ist mit einem Volumensensor. Und dieser Volumensensor verfügt über eine dunkle Leitung, über die quasi ein Propeller, der sich in einer Lichtschranke dreht, uns einen Wert für das Atemzugvolumen, VT, das Tidalvolumen, und einen Wert für die Atemfrequenz, also die Anzahl der Richtungsänderungen, die der Propeller vollzieht, vermittelt. Und wenn wir Tidalvolumen VT mit AF, mit der Atemfrequenz, multiplizieren, haben wir V'E, das Atemminutenvolumen. V mit einem Apostroph oben bedeutet immer Volumen pro Minute. Jetzt sehen wir hier noch eine zweite Leitung, eine Probenabnahmeleitung sozusagen. Hier handelt es sich um die Gasabsaugstrecke, die flowproportional über den gesamten Atemzyklus mit einer Frequenz von 100 Hertz, also 100 Messungen pro Sekunde, uns einen Wert für die Sauerstoffaufnahme und für die CO2-Abgabe bietet. Viele, die sich an ihre Physiologie im Studium erinnern, erinnern noch, dass CO2 geteilt durch O2 der sogenannte respiratorische Quotient ist, 0,7 bei Fettverbrennung, 1,0 bei Kohlenhydratverbrennung. Und die Proteine, die streuen so dazwischen, zwischen 0,82 bis 0,85 meistens. Und wir über diesen sogenannten RQ, respiratorischen Quotienten, Rückschlüsse darauf ziehen können, woher die Energie kommt, die gerade für die Fortbewegung investiert wird. Nun bildet unsere Maske nicht den RQ ab, denn der respiratorische Quotient ist definitionsgemäß eine muskuläre Größe. Das, was wir in der Maske messen,
ist die RER, die Respiratory Exchange Rate oder Respiratory Exchange Ratio, die natürlich mit einer gewissen Zeitverzögerung ein Abbild von Fettverbrennung und Kohlenhydratverbrennung in der Muskelzelle während der Last ist. Wir können Zusatzinformationen mit einbeziehen, wie zum Beispiel die Herzfrequenz. Idealerweise über den Brustgurt abgenommen und nicht über das EKG, weil die Übertragung über den Brustgurt weniger artefaktreich ist. Wir können zusätzlich die Ergometerlast mit einbeziehen, in Watt auf dem Fahrradergometer, in kmh auf dem Laufbandergometer. Die Umrechnung von kmh auf dem Laufbandergometer in Watt ist schwierig und hängt von verschiedenen Variablen ab. Und wir können, wenn wir wollen, natürlich noch eine Probe des arterialisierten Kapillarblutes abnehmen und zum Ende einer jeden Laststufe das Laktat bestimmen. Wenn wir uns anschauen, wovon hängen denn letzten Endes die gemessenen Werte von O2 und CO2 ab, da muss man sagen, beim herzgesunden, beim lungengesunden Patienten ist es so, dass die im Wesentlichen von den Endverbrauchern abhängen. Das bedeutet, die aktiven Muskelgruppen, die am Ende sozusagen unseres Systems hängen, was ich hier mit der Maske abbilde. Und die beanspruchten Muskeln sind letzten Endes definiert durch die Ergometrieform und die Leistungsfähigkeit ist definiert durch den Trainiertheitszustand der Muskulatur, die ich beanspruche. Wenn ich Personen auf dem Fahrradergometer abbilde, die im Alltag eigentlich nicht Rad fahren, dann werde ich unter Umständen eine sehr schlechte Leistungsfähigkeit nachweisen, wohingegen diese Personen auf dem Laufbandergometer deutlich höhere Sauerstoffaufnahmen oder Herzfrequenzen erreichen. Man kann das Ganze ein bisschen tiefergehend darstellen, so wie wir es im Kurs machen, und man kann sich überlegen, wie kommen die einzelnen Datenkanäle, insgesamt 12 an der Zahl, eigentlich zustande. Das soll diese Folie verdeutlichen. In Deutschland haben wir uns im Rahmen der deutschsprachigen Arbeitsgemeinschaft Spiroergometrie auf eine standardisierte Farbzuweisung für die einzelnen Datenkanäle geeinigt, in der wir sie dann in der Neunfelder-Grafik, dem sogenannten Nine-Panel-Plot, nach Carmen Wassermann auftragen. Das Spannende an dieser Neunfelder-Grafik, auf die wir im Weiteren eingehen wollen, ist, dass ich nicht Breath by Breath, Atemzug für Atemzug in einer Tabelle schauen muss, wann weichen denn zum Beispiel Sauerstoffaufnahme und CO2-Abgabe disproportional voneinander ab, sondern ich habe mittels Slopes, mittels Anstiegen, die Möglichkeit, über Knicks in diesen Kurven sofort ein disproportionales Abweichen dieser Messgrößen beurteilen zu können. Das ist eine Blickdiagnose, ähnlich wie im EKG kann man sich das vorstellen. In der Neunfelder-Grafik sind einzelne Kanäle entweder gegen die Zeit aufgetragen, dann sind diese Kanäle in Form einer Linie dargestellt oder es sind verschiedene Volumina gegeneinander aufgetragen, dann finden wir eine punktförmige Darstellung in der Neunfelder-Grafik. Volumen gegen Volumen aufgetragen gleich punktförmige Darstellung, Datenkanal gegen die Zeit gleich linienförmige Darstellung. Schauen wir uns das konkret einmal an, was in der Ergometrie passiert. So ist es so, dass wir über einen bestimmten Zeitraum unserem Probanden eine bestimmte Last in Form der Ergometrie verabreichen. Jetzt geht es als erstes um das Ergometrieprotokoll. Da haben wir zwei Optionen. Das eine ist die neuere Form eigentlich, die rampenförmige Steigerung. Und das zweite ist die traditionellere Form aus der Zeit, als man Ergometer noch nicht so fein steuern konnte, dass eine rampenförmige Laststeigerung möglich war. Das wäre ein Stufenprotokoll, so wie ich das hier darstelle. Ein Stufenprotokoll in der Sportmedizin hat zwei Vorteile. Das erste ist, wenn ich Stufen von mindestens 3 Minuten Länge mache, dann kann ich das Laktat als zusätzlichen Validierungsparameter mit einbeziehen. Das zweite ist, die zeitliche Latenz, die ein Sauerstoffmolekül von der Atemmaske bis in die Muskulatur braucht, das sogenannte Oxygen Delay, kann im Rahmen eines Stufenprotokolls rechnerisch über ein Flächenintegral abgeschätzt werden. Jetzt werden viele sagen, ja, aber das Rampenprotokoll hat den Vorteil, dass ich am Ende des Tests eine Ausbelastung besser erkennen kann, also die Plateaubildung der Herzfrequenz, unter Umständen die Plateaubildung der maximalen Sauerstoffaufnahme und des Sauerstoffpulses. Und da möchte ich auf die Option verweisen, im gleichen Gradienten, im gleichen Anstieg, in dem man zunächst stufenförmig die Last gesteigert hat, zum Ende des Tests, wenn man sicher durch die zweite ventilatorische Schwelle ist, die Last
rampenförmig weiter zu steigern, und zwar bis zu dem Zeitpunkt, wo man Kriterien der Ausbelastung erreicht hat, bis zu dem Zeitpunkt einer Plateaubildung von Sauerstoffaufnahme, Herzfrequenz oder Sauerstoffpuls. Nach dem Test erfolgt eine Nachlastphase. Wie lange man diese wählt, hängt im Wesentlichen auch vom Probandenklientel und von der Fragestellung ab. Rein statistisch gesehen ist es so, dass die meisten Rhythmusstörungen, die nach Lastende auftreten, innerhalb der ersten 6 Minuten nach Lastende auftreten. Das ist der Grund, warum wir in der Regel 6 Minuten Nachlastphase machen. Wenn Sie bestimmte Laktatschwellenkonzepte verfolgen, dann ist es unter Umständen erforderlich, dass Sie bis zu 10 Minuten Nachlastphase Ihrem Lastprotokoll anschließen. Und unter dieser steigenden Last stellen wir nun unsere verschiedenen Datenkanäle dar. Die Herzfrequenz dargestellt in der neuen Feldergrafik in Feld 2 und Feld 5. Die Sauerstoffaufnahme in der neuen Feldergrafik vor allem in Feld 3 und Feld 5 zu sehen. Die CO2-Abgabe in Feld 3 gegen die Zeit dargestellt. Und unser Atemminutenvolumen in Feld 1, Feld 4 und Feld 7 dargestellt. Soweit eine erste orientierende grafische Darstellung wichtiger spiroergometrischer Datenkanäle gegen die Last und gegen die Zeit. Hi, kurze Sportlerfrage. Worum geht's hier eigentlich? Herz, Lunge oder Muskel? Sehr gute Frage. Was messen wir eigentlich, wenn wir Sauerstoffaufnahme und CO2-Abgabe abbilden? Das hat Kalman Wassermann versucht, 1965 in seinem sogenannten Zahnradmodell darzustellen. Wenn man genau hinschaut und den Herzkreislauf und lungengesunden Sportler betrachtet, dann ist die wesentliche Größe, die Sauerstoffaufnahme und CO2-Abgabe festlegt, das Mitochondrium, unsere Zellkraftwerke in der Zelle. Das sind die Motoren, in denen aus der Oxidation von Fetten, Kohlenhydraten und manchmal auch Eiweißen unser Muskelbenzin, das ATP, gewonnen wird. Und wie wir vorhin schon gesehen haben, ist der RQ, CO2 durch O2, eine zelluläre Größe. 0,7 bei Fettverbrennung, 1,0 bei Kohlenhydratverbrennung. Diese Größe kann ich letzten Endes nur durch eine Muskelbiopsie gewinnen. Ein Verfahren, das im Alltag eines Ergometrielabors nicht funktioniert. Sie können einem Sportler nicht alle 3 Minuten in die Muskulatur stechen, um Muskelbiopsien zu nehmen. Deswegen bilden wir ja unseren RQ mit einer gewissen Zeitverzögerung als RER, als Respiratory Exchange Ratio, in der Maske ab. Betrachten wir zunächst einmal unsere Mitochondrien. Sind das gute Triebwerke, die wir da so haben? Ich habe früher immer gedacht, wenn ich gehört habe, dass im Mittel 72% der Energie als Wärme verloren gehen und nur 28% für letzten Endes Fortbewegung zur Verfügung stehen und wir doch damals die Glühbirnen alle in die Mülltonne geworfen haben, weil zu viel Wärme produziert und zu wenig Licht dabei herauskommt, dass die Mitochondrien vielleicht schlechte Motoren sind. Vergleichen wir das Ganze aber mal mit einem Auto, wie zum Beispiel einem 1 Tonnen wiegenden Fahrzeug, dann ist es so, dass nur etwa 14-20% der verbrauchten Energie für Vortrieb zur Verfügung stehen. Nehmen wir an, das Fahrzeug wiegt 1 Tonne und wir haben 2 Insassen drin, die jeweils 50 Kilogramm wiegen, dann gehen nur insgesamt etwa 1,5% der vorhandenen Energie in den Vortrieb. Also ich habe mich mit mir selbst darauf geeinigt, dass die Mitochondrien eigentlich ganz, ganz gute Zellmotoren sozusagen sind. Nun ist es so, wir bilden die Sauerstoffaufnahme unter steigender Last ab pro Minute, die CO2-Abgabe unter steigender Last pro Minute. V' bedeutet pro Minute. Und der Quotient aus VCO2 geteilt durch VO2 ist unser RER, Respiratory Exchange Rate, Respiratory Exchange Ratio. Und das gibt uns eine Auskunft, was einen gewissen Zeitraum zuvor in der Muskulatur an Energiesubstrat verstoffwechselt wurde. 0,7 bei Fettverbrennung, 1,0 bei Kohlenhydratverbrennung. Dazwischen geschaltet sind die sogenannten Zahnräder nach Wassermann. Die Lunge mit der Ventilation, das Herz mit der Kardiozirkulation und der Muskel mit seiner Muskeleffizienz, mit seiner Muskelkapillarisierung. Verbunden durch den kleinen Kreislauf und den großen Kreislauf unseres Blutsystems. Zwischen RQ als zellulärer Größe und RER als Abbildung des RQ mit einer gewissen zeitlichen Latenz in der Maske
liegt eine Zeit, die wir Oxygen Delay oder Mean Response Time, mittlere physiologische Antwortzeit, nennen. In manchen Softwareprodukten heißt sie auch Tauzeit. Und diese Zeit versucht man rechnerisch über ein Flächenintegral abzubilden, was Thema unseres 5. Online-Tutorials sein wird. Die Idee, nun über die Abbildung von Sauerstoffaufnahme VO2 und CO2-Abgabe VCO2 Rückschlüsse auf Erkrankung ziehen zu können, ist eine sehr relative. Das bedeutet, wenn wir das dritte Zahnrad nach Wassermann, die Muskulatur, abbilden wollen, dann liegen wir recht gut in einer Abbildung des mitochondrialen Energiestoffwechsels. Wenn wir den Blick auf die Lunge werfen, so muss man sagen, Obstruktion, Restriktion, Hyperventilation, Hypoventilation, untersteigender Last lassen sich sehr, sehr gut erkennen. Schauen wir auf das Herz, so ist die Differentialdiagnostik kardiologischer Grunderkrankungen eher schwierig. Ich bin's nochmal. Sportlerfrage. Meine Mitochondrien machen mich stärker, aber welches Zahnrad bestimmt, wann Schluss ist? Sehr gute Frage. Beim Breitensportler sind mitochondriale Anpassungen die zentrale Struktur, an der Trainingsverbesserung stattfindet, auch wenn natürlich Herz- und Lungenfunktion profitieren. Beim hochtrainierten Leistungssportler ist es so, dass die maximale Sauerstoffaufnahme als Hauptkriterium der Ausdauerleistungsfähigkeit vor allen Dingen durch die Pumpleistung, die maximale Pumpleistung des Herzens, das Herzzeitvolumen, begrenzt wird. Da ist es so, dass das Schlagvolumen des Herzens, welches pro Herzschlag transportiert werden kann, im Mittel so etwa bei 50% der maximalen Herzfrequenz ein Plateau bildet und oberhalb von 50% eine weitere Steigerung der Pumpleistung primär über eine Steigerung der Herzfrequenz möglich ist. Eine gesunde Lunge ist beim Breitensportler niemals der leistungslimitierende Faktor. Es gibt extreme Belastungen an Armeeangehörigen, wo durch eine maximale Belastung die Durchflusszeit des Blutes durch die Lunge so kurz war, dass sie nicht mehr für den Gasaustausch ausgereicht hat. In einem solchen Fall kann die Lunge natürlich unter kurzzeitiger maximaler Ausdauerbelastung theoretisch ein leistungsbegrenzender Faktor sein. Die Möglichkeiten unserer Muskulatur, das Pumpvolumen des Herzens zu bewältigen, liegen in der Regel 2- bis 3-fach über dem maximalen Pumpvolumen des Herzens. Für Couchpotatoes und Untrainierte mag der mitochondriale Stoffwechsel und das Vorhandensein fettverbrennender und kohlenhydratverbrennender Enzyme zu Beginn eines Trainings durchaus auch einen leistungsbegrenzenden Faktor darstellen. Nochmal eine Sportlerfrage. 3 Zahnräder, 12 Datenkanäle und das bei jedem Atemzug. Wie willst du da noch durchblicken? Vor genau dieser Frage standen 1978 auch Carmen Wassermann und James Hansen, als sie von der Arbeitsbehörde der USA den Auftrag erhielten, 1000 asbestexponierte Hafenarbeiter zu untersuchen. Und ihre Idee war es, die 3 Zahnräder des Zahnradmodells über ihre Datenkanäle in 9 Grafiken abzubilden. Entstanden ist 1978 der sogenannte Nine-Panel-Plot nach Carmen Wassermann, 2011 überarbeitet und in der Anordnung der Felder verändert. Und da sieht es folgendermaßen aus, dass, wenn wir das Zahnrad der Lunge betrachten, dieses in Feld 1, Feld 4, Feld 6, Feld 7 und Feld 9 wiederzufinden ist. Die Datenkanäle, die sich mit dem Herzen beschäftigen, finden wir in Feld 2, Feld 3 und Feld 5. Und die Datenkanäle, die unseren muskulären Energiestoffwechsel abbilden, finden wir in Feld 3, Feld 4, Feld 5, Feld 6, Feld 8 und Feld 9. Und so entstand die klassische Zuordnung von kardiovaskulären Feldern oder Panels, ventilatorischen Feldern oder Panels und den Feldern, die die Metabolik, also den Energiestoffwechsel des Probanden, abbilden. Im Jahr 2011, im Rahmen der Vorbereitung zur 5. Auflage seines Buches, entschloss sich Carmen Wassermann zu einer Neuanordnung der 9 Felder, indem er die zeitbezogenen Felder in den linken Teil der 9 Feldergrafik platziert und die physiologischen Kenngrößen zugeordneten Felder in den rechten Teil der 9 Feldergrafik platziert hat. Schaut man in die deutsche Spiroergometrie-Landschaft und befragt man die Labore, so ist mein persönlicher Eindruck, dass sich die Neuanordnung der 9 Feldergrafik nach Carmen Wassermann bisher in Deutschland nicht flächendeckend durchgesetzt hat.
Wie das zukünftig sein wird, bleibt abzuwarten. Dies war das erste Online-Tutorial mit Inhalten aus unserem anderthalbtägigen Spiroergometrie-Kurs. Die Experten unter unseren Zuschauern mögen mir die teilweise etwas holzschnittartige Vereinfachung mancher komplexer Sachverhalte verzeihen. Aber ohne das gelingt es kaum, komplexe Sachverhalte mit einem Minimum an Fachchinesisch darzustellen. Wenn Sie unser kleiner Einblick in die theoretischen Grundlagen der Spiroergometrie neugierig gemacht hat, möchte ich Sie jetzt schon einladen, bei unserem zweiten Online-Tutorial dabei zu sein, wenn wir in die Welten des muskulären Energiestoffwechsels, der ventilatorischen Schwellen und der Trainingszonen eintauchen. Schön, dass die Spiroergometrie uns verbindet. Vielen Dank fürs Zuschauen. Spiroergometrie ist für alle da.